Herzlich willkommen zu den Game Insight Daily News, heute mit den Themen Battlefield 4, GTA 5 und Mass Effect 4. Seit Freitag werden Battlefield-Fans weiterhin ordentlich angeheizt, denn jetzt hat EA drei kurze Videoteaser zu Battlefield 4 veröffentlicht, die Impressionen von Wasser-, Luft- und Landfahrzeugen in Form einer Schiffsschraube, einem Helikopterrotor und einer Panzerkette zeigen. Experten gehen davon aus, dass es sich bei dem Panzer um ein chinesisches Modell mit Namen Type 99 handelt, was auch relativ gut dazu passen würde, dass EA mittlerweile bestätigt hat, dass Battlefield 4 definitiv in Shanghai spielen wird oder dass Shanghai zumindest eine größere Rolle in Battlefield 4 spielen wird. Ebenfalls interessant sind die handfesten Gerüchte, dass es sich bei einem der Charaktere in Battlefield 4 um, aufgepasst, eine Frau handeln könnte. Schockschwere Not, eine Frau in Battlefield 4! Diese wird den Namen Hannah tragen und damit ist unsere Informationsquelle über sie auch schon fast erschöpft. Es lässt sich nur schwer sagen, ob sie ein unbeteiligter Nebencharakter oder vielleicht sogar eine Hauptfigur sein wird. Fest steht auf jeden Fall, dass sie im Spiel ihr eigenes Musikthema hat, in das ihr hier kurz reinhören könnt. Außerdem gibt es neue Gerüchte über den Zugang zur Beta-Phase von Battlefield 4, die nicht nur den Vorbestellern von Medal of Honor Warfighter offenstehen wird, sondern vielleicht auch allen Besitzern von Battlefield Premium, zumindest wenn wir dem russischen Origin-Client glauben möchten, der diesen Vorteil für Premium-Kunden anpreist. Konkretere Infos zu Battlefield 4 wird EA am 27. März 2013 präsentieren. Das Warten auf GTA 5 ist für viele Fans zu einem wahren Geduldsspiel geworden, denn mit Details oder neuem Bildmaterial hält sich Rockstar Games gänzlich zurück. Voraussichtlich müssen wir uns sogar noch bis zum Release am 17. September in Geduld üben, bis wir dann tatsächlich letztendlich handfeste Informationen über das Spiel in unseren Händen halten. Eine schwierige Aufgabe, da Rockstar Games auch bisher kaum brauchbare Informationen zu GTA 5 veröffentlicht hat. Rockstar Games erklärt die Informationsarmut damit, dass es schon früher größere Zeitabstände zwischen der Bekanntgabe von Neuigkeiten gab. Dies würde sich im Falle von GTA 5 nicht ändern, da Rockstar Games aus Spoilergründen vor dem Release möglichst wenig Details preisgeben möchte, um genügend Raum für Überraschungen zu gewährleisten. GTA 5 wird am 17. September für die PS3 und Xbox 360 im Handel erscheinen. Eine PC-Umsetzung ist denkbar, wurde von Rockstar Games allerdings noch nicht offiziell angekündigt. Vor rund einem Jahr beendete BioWare die Saga um Commander Shepard mit Mass Effect 3. Nun, da mit dem Citadel DLC die letzte Erweiterung zu Mass Effect 3 erschienen ist, blicken Fans trotzdem noch sehnsüchtigen Auges in eine Mass Effect-reiche Zukunft. Produzent Casey Hudson meldete sich nun zu Wort und bestätigte die Hoffnungen der Fans. Er sagte dazu: "Wir werden ein weiteres Mass Effect-Spiel entwickeln und es wird ein völlig neues sein. Wir wollen fähig sein, den Fans eine Möglichkeit zu geben, in eine Welt mit den Dingen zurückzukehren, die sie an Mass Effect kennen und lieben, aber wir wollen auf etwas völlig Neues anfangen, ein neuer Weg, das ganze Mass Effect-Universum zu erforschen." BioWare ist also trotz des Abschlusses der Trilogie noch lange nicht fertig mit Mass Effect und wir können gespannt sein, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Die Saga um Commander Shepard soll in der Fortsetzung übrigens nicht weiter behandelt werden. Eher vorstellbar wäre eine Art Prequel. Das war's auch schon wieder mit den News für heute. Weitere News gibt es dann morgen von Game Insight aus dem Studio und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend.